Vergangene Woche verabschiedete sich Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse tränenreich von ihrem Haus. Joachim Lambi ist sogar ausgewandert. Vor der ersten Let's Dance-Entscheidungsshow teilte Jurorin Motsi Mabuse ein tränenreiches Video auf Instagram. Der Grund: Sie und ihre Familie haben ihr Haus aufgegeben. Nach 24 Jahren in Deutschland haben wir endlich unser Traumhaus gekauft und in diesen 24 Jahren ein gemeinsames Leben aufgebaut. Wir verlassen dieses Haus mit schönen Erinnerungen, so die Jurorin, die damit gleichzeitig ihren Umzug bekannt gab. Wir sind extrem dankbar für alles, was uns passiert ist. Die Tränen sind eine Mischung aus Traurigkeit, Aufregung und Freude. Goodbye Deutschland, Joachim Lambi lebt jetzt auf Mallorca. Eine Woche später gibt Joachim Lambi im Interview mit Bunte einen Ortswechsel bekannt. Während Mabuse allerdings im hessischen Taunus bleibt, hat Lambi das Bundesland ganz verlassen. Seine Wohnung in Bad Vilbel nahe Frankfurt ist bereits vermietet. Wie der Let's Dance-Juror der Zeitschrift berichtet, seien er und seine Frau bereits vor längerer Zeit nach Mallorca ausgewandert. Ganz von ungefähr kommt die Wahl des neuen Wohnorts nicht. Lambi hat spanische Wurzeln und heißt eigentlich Joaquin. Bereits 2023 schwärmte Lambi öffentlich von Mallorca: Man kann hier so viel machen, nicht nur, dass das Wetter fast immer gut ist, man hat eine Stadt mit Palma. Man hat die Berge, man hat das Meer, man kann Golf spielen, man kann Rad fahren, man kann wandern, also hier ist wirklich alles möglich. Das neue Inseldomizil des Paares ist 374 Quadratmeter groß und befindet sich auf einem großzügigen Grundstück. Die Lambis restaurierten es nach ihren Vorstellungen, wobei sie besonderen Wert auf den Lichteinfall legten. Laut Bunte beläuft sich der Auktionswert des Hauses auf 1,2 Millionen Euro. Lambi und seine Frau nahmen für den Kauf einen Kredit auf. Bis 2073 wollen sie ihn abbezahlt haben.